Forscher haben endlich die ganze Wahrheit über die Osterinseln herausgefunden. Jahrzehntelang hat das Mysterium der Osterinseln weltweit für Kopfzerbrechen gesorgt. Eine abgelegene vulkanische Insel weit draußen auf dem Pazifischen Ozean. Aber auf unserem Planeten gibt es tausende solcher einsamen Inseln. Was ist an dieser also so besonders? Das Geheimnis verbirgt sich nicht in der Insel selbst, sondern in den gigantischen Steinskulpturen, mit denen sie übersät ist. Wer hat diese weltberühmten riesigen Steinköpfe errichtet? Hatten sie einen bestimmten Zweck? Woher kamen die Erbauer und wohin sind sie verschwunden? Die Antwort ist zum Greifen nah. Schau dieses Video und stille deine Neugier, indem du die ganze Wahrheit über die Osterinsel erfährst. Denk daran, uns ein Like zu geben. Wir arbeiten, um dein Leben reicher zu machen. Was wissen wir über die Insel selbst? Rapa Nui, so wurde die Osterinsel ursprünglich von den Ureinwohnern genannt, gehört zu Chile und befindet sich im südlichen Pazifischen Ozean. Sie ist so weit weg, dass man sie ohne Zweifel als den am weitesten entfernten Ort auf der Weltkarte bezeichnen kann. Sie liegt ca. 1931 Kilometer von der benachbarten Insel Pitcairn entfernt. Chile liegt etwa 3701 Kilometer westlich. Die einzige Transportmöglichkeit dorthin ist das Flugzeug. Um zu den Osterinseln zu gelangen, musst du von Santiago in Chile 5 Stunden fliegen. Die Fläche der Insel beträgt nur 163 Quadratkilometer. Und dieses vergleichsweise winzige Territorium beherbergt 887 riesige Steinstatuen. Im Folgenden präsentieren wir dir ein paar interessante Fakten, von denen du wahrscheinlich noch nichts gehört hast. Die Statuen heißen Moai. Die ersten von ihnen wurden irgendwann zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert gemeißelt. Die Rapa Nui-Statuen sind aufgrund ihrer eigensinnigen Gesichter sehr leicht wiederzuerkennen. Sie haben lange Nasen, breite Kinne, rechteckige Ohren, dicke Augenbrauen und tiefgesetzte Augen. Es ist ziemlich seltsam, dass die Nasenlöcher wie Fischhaken geformt sind. Am Anfang wurde angenommen, dass die Statuen nur aus den Köpfen bestehen. Zur großen Überraschung fand man heraus, dass zu den Köpfen ganze Körper gehören. Diese Entdeckungen wurden während Ausgrabungen im Mai 2012 gemacht. Die Körper waren einfach unter der Erde versteckt. In Wahrheit sind die Statuen riesig. Die größte ist 10 Meter hoch und wiegt 82 Tonnen. Doch das ist nicht der Rekord. Eine bestimmte Statue auf der Insel wurde nie fertiggestellt und hätte wissenschaftlichen Berechnungen zufolge 21 Meter hoch und 269 Tonnen schwer werden sollen. Die Köpfe, die man auf den ersten Blick sieht, machen dennoch 3/8 der Gesamtgröße einer Statue aus. Was die Arme angeht, wurden diese in die Körper mit unterschiedlichen Stellungen eingraviert. Die meisten Statuen, 834 von 887, um genau zu sein, wurden aus Tuffstein gemeißelt, ein Material, das aus zusammengepresster vulkanischer Asche besteht. Aus geheimnisvollen Gründen blicken alle Statuen außer einer Gruppe ins Landinnere. Sie kehren also dem Meer den Rücken zu. Ein Grund dafür war vielleicht der Glaube des Naturvolkes, dass die Statuen sie beschützen und deshalb die Siedlung überblicken. Die einzigen Statuen, die in eine andere Richtung schauen, stehen in Ahu Akivi, einem heiligen Ort für die Menschen auf Rapa Nui. Es gibt außerdem eine ganz besondere Statue auf der Insel. Es ist die einzige, die kniet. Ihr Name ist Tukuturi. Forscher nehmen an, dass die Statue einen vorzeitlichen Sänger darstellt, denn seine Position ähnelt der, die die Einwohner beim Festival von Rui einnahmen. Der Kopf der Statue wirkt erhabener und man erkennt sogar einen Bart. Tukuturi sieht sehr viel menschenähnlicher aus als die anderen Statuen. Was ihn von allen anderen abhebt, ist auch, dass er aus einem ungewöhnlichen Material, dem
roten Puna-Pua-Stein gemacht wurde und kleiner ist als die anderen. Diese Fakten sind fesselnd, findest du nicht? Bleib dran, es werden noch viel mehr Geheimnisse gelüftet. Es bleibt weiterhin ein Rätsel, wie solche Steinkolosse mit diesem Gewicht überall auf der Insel verteilt werden konnten. Zudem fanden die ersten Europäer, die 1722 auf die Insel kamen, nur eine kleine Population von rund 1,5 bis 3000 Menschen. Wie passt das mit den hunderten Statuen auf der Insel zusammen? Natürlich gab es zahlreiche Spekulationen, wie sie die Statuen bewegten. Eine der beliebtesten Theorien unter den Mysterienliebhabern war der Glaube, dass die Statue von Aliens erbaut und bewegt wurden. Auch wenn dir diese Theorie gefällt, müssen wir sie leider widerlegen. Die Steine, aus denen die Statuen gemacht wurden, stammen von der Insel selbst. Und der Ursprung des meisten Materials war ein erloschener Vulkan im Nordosten der Osterinsel und nicht ein anderer Planet. Das Rätsel darum, wie die Rapa Nui-Ureinwohner die Statuen bewegten, ließ den Wissenschaftlern keine Ruhe. In den 80er Jahren haben manche von ihnen versucht, die Statuen nachzubauen und sie zu bewegen. Dabei nutzten sie nur die Werkzeuge, die auch die Ureinwohner besaßen. Es schien unmöglich. Doch etwas später gelang es einem amerikanischen Archäologen, einen Nachbau mit einem Gewicht von 9 Tonnen zu transportieren. Mehrere Jahrzehnte danach konnte es eine Gruppe amerikanischer Forscher beweisen, dass die Inselbewohner die gigantischen Statuen mit Seilen sicherten und dann mit einer Schaukelbewegung vorwärts laufen ließen. Sie untermauerten ihre Theorie mit einer Demonstration. Sie transportierten mit dieser Methode einen originalgroßen Statuennachbau über 100 Meter weit. Das erklärt eigentlich, warum es in den Rapa Nui Volkserzählungen heißt, dass die Statuen sich auf magische Weise fortbewegten. Das erklärt nun auch die Art, wie die Statuen zu ihren festgesetzten Orten gebracht wurden. Aber was ist mit der anderen Frage? Wie konnte eine Handvoll Bewohner so zahlreiche, herausragende Monumente bauen? Eine neue Studie wurde durchgeführt, um die maximale Einwohnerzahl zur Blütezeit der Inselbesiedlung festzustellen. Die Ergebnisse waren überraschend. Es stellte sich heraus, dass 17.500 Personen problemlos auf der Insel leben konnten. Mindestens 19% der Landfläche konnte dabei für den Süßkartoffelanbau genutzt werden, das Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung. Außerdem aßen die Einwohner recht viel Meeresfrüchte und Fisch. Mit diesen Zahlen ist es also vorstellbar, dass genug Menschen da waren, um die steinernen Kunstwerke zu schaffen. Aber was ist mit ihnen passiert? Warum sind sie verschwunden? Zuerst dachte man, dass der Grund für diese immense Bevölkerungsabnahme eine Umweltkatastrophe war. Die Ureinwohner holzten große Wälder und Palmen ab, um genug Platz für den Transport der Statuen und die Landwirtschaft zu haben. Sie dachten, dass die Bäume schnell genug nachwachsen würden. Das war ein Irrtum. Die Zerstörung der Umwelt führte zu einer Hungersnot. Und das wiederum führte zu Kriegen und Kannibalismus. Heute aber gilt diese Theorie als falsch. Erstens scheinen die Rapa Nui-Bewohner sehr talentierte Landwirte gewesen zu sein. Sie düngten die Felder absichtlich mit vulkanischem Gestein. Studien haben außerdem gezeigt, dass die Menschen für viele Jahrhunderte auf der Insel wohnten. Die Population begann erst mit der Ankunft der Europäer zu schrumpfen. Die mehr wahrscheinlichere Erklärung ist also auch sehr tragisch. Südamerikanische Plünderer auf der Suche nach Sklaven suchten die Insel während des 19. Jahrhunderts heim. Die Hälfte der Ureinwohner wurde entführt. Überdies brachten europäische Händler neue Krankheiten auf die Insel, gegen die die Inselbewohner nicht immun waren, und führten eine erzwungene Migration ein. All dies führte zum Aussterben des Naturvolkes, das diese Wunder als das Geheimnis der Osterinsel schuf. Hast du von all diesen Fakten schon gehört? Teil deine Meinung und deine Ideen unten in den Kommentaren. Klick unter dem Video auf Like und folge uns auf die Sonnenseite.